Willkommen zurück. Wir spielen wieder City Skylines. Ich lade mal einfach meine Streamkarte, meine erste richtig große Stadt, an der ich gerade baue. Ich habe jetzt mal nach den Mods geguckt. Da habe ich jetzt mal ein paar installiert. Nichts Großes. Kleinigkeiten, ein paar neue Fahrzeuge. Ein paar neue Gebäude. Hier oben ist so ein Button, dass man sieht, wie der Verkehr ausgelastet ist. Das finde ich ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob es das im Spiel selber auch gab. Da steht jetzt Shift-Rechtsklick. Ah. Oh je. Das sieht ja. Car-Scooter. Wenn ich das wegmache. Oh, okay, ist es weg. Also wenn ich das jetzt einfach mal reinklicke, dann kann man sehen, wie die Auslastung ist. Dass die ja wirklich außen viel fahren. Hier am Kreisel natürlich. Also das Tool finde ich sehr nützlich. Ach, das ist der normale Verkehr. Das sind Fuß. Ach, dann schalte ich die ganzen Modi durch. Ah, okay. Hier mit. Das eine ist dann der Busverkehr. Da sehe ich, wie der Bus fährt. U-Bahn gibt es wahrscheinlich auch noch. Ich weiß gar nicht, ob das hier mit... Ach, hier ist es im Spiel auch implementiert. Allerdings ohne Linie, ohne Linien, damit man sieht, wo die jetzt langfahren. Okay, das lasse ich dann wohl erstmal drauf, diese Mod. Ja, so richtig bin ich da noch nicht durchgestiegen. Ich will auch nicht zu viel Mods installieren. Weil da geht dann auch, finde ich, der Spielspaß verloren. Ah, so, jetzt ist es aus, okay. Ja, es gibt, ah, ich habe mal durch die Mods geguckt. Es gibt ja hunderte von Seiten mit Gegenständen, Kreuzungen. Alles Mögliche. Hier habe ich jetzt auch mal ein paar runtergeladen. Es gibt ja, das habe ich hier alles so. Hier, das fand ich sehr nützlich. Wenn ich nämlich hier so eine Autobahn, wie ich ja schon im Let's Play Nummer 2 mal ein bisschen erzählt hatte, dass man diese Anbindungen, dass man nicht so recht weiß, ja, wie soll ich das denn jetzt hier anschließen hier? Das muss ja irgendwie immer zu einer zusammengeführt werden. Da finde ich das hier ganz nützlich. Das ist natürlich Gefälle zu steil. Da gibt es hier so einige, von klein bis groß. Aber ich möchte natürlich versuchen, erstmal ohne diese ganzen Mods hier eine Straße zu errichten. Ich hatte gerade schon mal hier diese Tsunami-Mod ausprobiert, wo dann hier die Wellen kommen. Das sieht echt gut aus. Auf jeden Fall habe ich diese Mod installiert für die bessere Grafik. Ich schaue mal gerade, ob ich das vielleicht noch irgendwie extra einstellen muss. Sind Tiefenschärfe, Filmkornbetrag, Tiefenschärfe, weiß es nicht, ist es das? Ist das die Tiefenschärfe, die ich hochstellen muss? Ich weiß es gar nicht. Filmkornbetrag.
Ach, Tiefenschärfe, Höhe. Betrag muss ich den auch hoch machen. Ich habe jetzt natürlich keinen Vorher-Nachher Eindruck. Ich lasse das einfach mal so. Okay. Ja, dann bauen wir mal weiter. Ach so. Noch eine Mod, die ich noch gar nicht ausprobiert hatte. Die Gebiete sollen sich erweitern lassen. Auf bis zu 25 Stück. Warum ist das jetzt nicht aktiv? Ich weiß leider jetzt nicht die Tastenkombination, wenn man da irgendwas drücken muss. Gut, das schaue ich dann ein anderes Mal. Ich wollte jetzt erstmal hier sehen, dass ich hier das Gewusel irgendwie in den Griff bekomme. Bevor ich jetzt hier weiterbaue. Ja, ich bin noch von SimCity geprägt. Das seht ihr schon, immer dieses rechteckige Blockbauen. Ja, das hat sich hier so ergeben, da ich ja am Anfang nur dieses eine Feld hatte zum Bebauen. Diesen einen Quadranten. Hätte ich das jetzt schon freigeschaltet gehabt, hätte ich das natürlich hier verlagert. Arbeiter. Ach, die wollen die ganze Zeit nur Arbeiter haben. Ich weiß jetzt nicht. Dicht besiedeltes Wohngebiet, wie sich das hier unterscheidet. Verfügbare Arbeitsstellen, da muss man ja auch so hochgebildet. 3 verfügbar. Vielleicht meckern die deswegen. Ich habe hier zwar eine Uni. Oberschule. Irgendwo hier war sie. Da. Universität. Mal sehen, was macht denn hier diese U-Bahn? Habe ich die schon? U-Bahn. Da habe ich mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Hier haben wir noch den Zug. Eieiei. Güterbezugbahnhof. Normaler Bahnhof. Bahngleise kann ich noch nicht setzen, aber schon den Bahnhof. Das ist ein bisschen komisch. Aber gut, das, da setze ich mich später mit auseinander. Das kann ich jetzt noch gar nicht. Das ist wirklich so komplex, das Spiel. Es macht so viel Spaß, weil man so viele Möglichkeiten hat. Ich habe hier so eine Mod installiert, wo der das irgendwie automatisch leert, weil man das wohl immer anklicken muss. Ja, hier tut das schon. Ich denke, wenn man hier auf Gebäude in eine andere Einrichtung leeren, dass er das dann wohl zu dieser Verbrennungsanlage liefert, damit die das verbrennt. Hat mich jetzt gewundert, diese Mod. Ich dachte, das funktioniert automatisch. Aber anscheinend nicht. Da muss man wohl immer, es soll wohl nerven, dass man die immer ja, von Hand leeren muss. Genau wie das Abreißen von leerstehenden Gebäuden. Hier kann man das auswählen. Da macht er das wohl schon automatisch. Da bin ich ja gespannt, ob der automatisch einfach die Häuser abreißt. So, hier habe ich jetzt ein Arbeiterproblem. Und zwar hochgebildet. Hochgebildet. Dass er hier irgendwie die hoch gut gebildet. Wo sehe ich denn mal hier Statistiken von dem hochgebildet 23%. Grundschule verfügbar. Berechtigte Kapazität. Okay, das heißt, ich müsse nochmal eine Grundschule bauen, weil ich schon zu viel Bedarf habe. Setze ich einfach mal hier neben die Hochschule. So, einfach mal dahin.
Die Hochschule ist noch überhaupt nicht ausgelastet. Oberschule, ja. Also ich glaube mal, die normale Grundschule ist dann gebildet. Oberschule ist gut gebildet und Universität ist dann wohl hochgebildet. Ja, so wird es sein. Obwohl ich das ja nicht beeinflussen kann. Ich habe jetzt 613. Wie bekomme ich da dann mehr rein? Muss ich mir einen Wunder dann einfach schaffen. Ich wollte eigentlich mit diesem Block hier aufhören und hier mal ein bisschen, ja, was Schickeres erstellen. Aber so ein bisschen macht mich das jetzt stutzig. So, der stehende Gebäude hat er jetzt abgerissen. Tatsache. Einfach so. Ah, vorhin hatte ich kranke Sims. Das lag wohl da dran, weil meine Wasserpumpenstation hier schon im Dreck liegt und ich das jetzt mal verrücken muss, weil die Sims schon krank geworden sind. Ich leg mal zwei nach da hinten, schließ die auch mal an. Erstmal untereinander. Dann einfach hier an die Leitung und die anderen beiden reiße ich einfach mal ab. Jetzt darf ich nicht die Stromleitung abreißen. So. Mein Gedanke war ja, da das hier so riesig wird und hier sowieso die Industrieecke hin soll, dass ich dann hier hinten, dass ich mir da dann das Wasser weghole und hier soll dann auch wohl mal ein Hafen hin oder was. Gibt es denn überhaupt einen Hafen? Ich weiß es gar nicht. Da haben wir das Schiff. Ja. Gibt es, okay. Ja, mehr Einwohner. Verkehr. Schade finde ich, dass hier durch die Mods, vielleicht ist es auch nur bei mir so, dass hier die Straße, so wie hier, nicht direkt angezeigt wird oder die Kreuzung. Also muss man das immer anklicken und gucken, was es denn wird. Ja, wo fange ich denn jetzt mal neu an oder mal ein bisschen freihändiger? Ja, dafür wollte ich ja erst die Autobahn hier oben einmal lang führen. Jetzt ist es gerade ein bisschen schattig hier. Ich weiß nicht, ob das auch durch diese Mod kommt, die ich installiert habe. Dass das Licht hier so, oder dass die Sonne hier so schön eingeblendet wird. Kann auch ein bisschen nervig sein. Sieht doch gerade irgendwie ein bisschen nebelig aus, oder? Irgendwie ein bisschen. Oder ist das durch die... Ja, genau, das ist das hier. Seht ihr das im Hintergrund? Filmkorn-Beitrag. Das war das. Das ist so ein bisschen... Ja, wie in so einem alten Film so ein bisschen körnig dargestellt ist. Dann setze ich das noch mal ganz runter, weil das war ja nicht so schick. So. So ist doch viel besser. So reiße ich das mal ab. Ich glaube, ich gehe mal besser in den Pause-Modus. Oder kann ich das jetzt hier nutzen? Man kann ja hier die einzelnen Abschnitte abreißen. Kann ich das jetzt quasi nutzen, um hier meine Autobahnkurve zu setzen?
Ne, ich wollte hier nur die Ausfahrt machen, ne? Das heißt, ich reiße das einfach mal ganz ab. Auch hier, das sollte nur einfach angeschlossen werden. Hier die Kurve und dann hier einmal rum. Das heißt, bis hier alles abreißen. Ist ganz einfach. Nur gedrückt halten. Muss man auch ein bisschen aufpassen, wo man hier lang geht. Kann ein bisschen laut sein. Hier sind immer noch die Autos, weil ich im Pausemodus bin. Ein paar Automodelle hatte ich mir auch runtergeladen, die ich schön fand. Auch einige Gebäude. Weiß nicht, ob die dann hier automatisch entstehen einfach. So, Abreißmodus aus. Und die Autobahn mal weitergesetzt mit Lärmschutzwand oder ohne. Ist eigentlich völlig wurscht. Updaten kann ich ja sowieso immer noch. Man kann die auch gleich mitmachen. So, jetzt brauche ich hier so eine schöne... Eieiei, das ist durch den Bogen, der hier so rumgeht. Ich glaube, ich reiße das bis hier ab. So, ist es noch gerade. Reiße ich das einfach mal ab hier. Könnte ein bisschen laut werden. Und dann setze ich die einmal neu. So, ich möchte hier eine schöne Kurve. Einmal hier so zwischendurch, dass ich die Industrie anschließen kann, die Einwohner. Dann müsste ich so ein bisschen nach links wegschweifen und dann... Oder geradeaus und dann einfach rum, ja. Das mache ich doch einfach mal. Sehen. Mal sehen, wie gut ich jetzt diese Kurve hinbekomme. Mit dem Assistenten oder ohne. Ich probiere es einmal mit. Das war zu weit. Nach oben muss ich auch in die Höhe. Noch nicht genau, wo ich hin möchte. Hier oben einmal rum. Oder einmal hier so eine scharfe Kurve. Es ist jetzt auch dunkel. Ich sehe jetzt gar nichts. Natürlich doof. Muss ich mal eben vorspulen. Damit ich hier die Hügel sehe, weil ich kann die gar nicht wahrnehmen. Aber ich glaube, ich setze die da oben einmal rum. Ist, glaube ich, doof, ne? Ich glaube, ich mache hier so einen großen Bogen. Ach, die Strommasten sind da im Weg. So, warum zeigt er mir jetzt die... Achso, ich muss erst den ersten Klick tun.
Ja, alles nicht so einfach hier. Ich sehe noch nichts. So, jetzt wird es, glaube ich, hoffentlich heller. Hier auch die Wolken sehr schön zu sehen. So, Sonne. Komm raus jetzt. Ah. Okay, hier beginnt schon das Gefälle. So, das sollte reichen. Ja, dann werde ich wohl das einmal so übersetzen. Stromleitung, glaube ich, unterbrochen. Da muss ich dann gleich mal schauen, wie ich die weiter verlege. Setze ich die jetzt mal wieder runter. So. Und dann soll es irgendwie hier einmal rumgehen. So belasse ich das, glaube ich, erstmal. Das sieht ein bisschen komisch aus hier. Hey, hey, hey. Wie im Freizeitpark. Ach ja, und das, oh, das große Problem. Auch immer die zweite Spur setzen. Oh, das hasse ich ja. Kann der das nicht einfach schön daneben machen. Ich glaube, dass da bekomme ich jetzt ein Problem. Mal gucken. Oh, die Brücke ist schön. Aber die andere ist nicht so, also lasse ich das wohl am besten. Als so eine einfache Autobahn. So. Jetzt muss er irgendwie nebeneinander sitzen. Mal gucken, wie sieht es von der Höhe aus? Kann ich da auch runtergehen, ne? Ja. Na, jetzt will er aber. So. Ja, wunderbar. So habe ich mir das vorerst vorgestellt. Ja. Dann mache ich einfach mal jetzt einen Cut. Falls ihr die anderen Folgen noch nicht gesehen habt, fangt bei 1 an, schaut es euch in Ruhe an, vielleicht nebenbei, während ihr selber spielt. Wie auch immer ihr das macht. Lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen hoch. Abonniert mich auf Twitch, bei YouTube, wenn ihr möchtet. Das war's von dieser Folge. Euer Majorsgebiet.